Oh, moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben uns heute mal wieder in die Schenke vorgewagt und schnacken nun endlich mit Pater Goodwin. Und gucken mal, was der so erzählt. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Moken wir. Setzen wir uns mal hin. Gemütlich auf ein Bierchen. Ich gebe auch aus. So, reden. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ja, ich komme aus Scarlet, ne? Scarlet. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war sehr schrecklich. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Das hat er auch. Du denkst, ich sei der Aufgabe nicht gewachsen, Pater? Du denkst, ich sei zu jung für diese Aufgabe, Pater? Tue ich, um ehrlich zu sein. Entschuldige meinen Mangel an grauen Haaren und Gicht. Am wichtigsten ist, was ich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Diesmal übertreiben sie nicht. Es spielt keine Rolle, was... Nee. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen. Aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Auf die armen Seelen. Erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du scheinst geschickt mit dem Schwert zu sein. Du bist geschickt mit dem Schwert? Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Und du lebst mit einer Frau zusammen, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Mir ist aufgefallen, dass eine Frau mit dir im Pfarrhaus lebt. Bist du noch nie einem Geistlichen begegnet, der mit einer Frau zusammenlebt? Nein. Die Kirche verbietet es mir, sie zu ehelichen, aus Furcht, ihr Eigentum an unsere Nachkommen zu verlieren. Aber sie kocht und putzt und, nun ja, als Mann habe ich gewisse Bedürfnisse. Ich denke, der Pfarrer von St. Jakob würde dir kaum zustimmen. Ja, ich hörte, er wäre sonderbar. So kann man es auch ausdrücken, ne? Lass uns mal zur Sache kommen, du. Das war ein nettes Geplänkel und so, aber ich muss jetzt mal harte Infos haben, ne? Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ja gut, okay. Ich bin wohl in einer Sackgasse gelandet, ne? Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Bier. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die der Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden.
Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Holy moly! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Ja. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Ja, das war schon nicht schlecht. Lass uns darauf trinken. Jo, ich bin dabei. Prost. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Du willst gegen Lasterhaftigkeit predigen? Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Was hältst du von Hus? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Ja, gib mir einen Moment. Die Lehren des Jan Hus. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Oh, ich bin eigentlich betrunken, habe ich das Gefühl. Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Ich kann nicht lesen. Was halten die Leute davon? Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Und wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Genug vom Predigen. Danke für die Predigt. Ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Klingt nach einem guten Plan. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Nee, komm. Jetzt wird Nike schürt. Oh oh. Man muss sich's auch mal gut gehen lassen, ne? Komm. What the fuck? Wer hat denn schon mal jemand mit dem Pfarrer Armdrücken spielen sehen, Alter? Was ist denn da los?
Genug ist genug. Oh oh. Vogt! Komm her, na los. Setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schanzstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Oh oh. Es ist mal wieder eskaliert. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Oh nein, bitte nicht. Oh je. Yeah. Aus wie ein Hasen. Liebe deinen nächsten Scheißkerl. Oh je. Oh je. Hat das nicht. Erstmal ein bisschen Pause machen. Pause machen. Oh je. Hat das geklappt? Hat das nicht geklappt? Was ist geschehen? Wir haben es irgendwie wohl hingekriegt. Irgendwie. Steig den Glockenturm wieder auf. Oh, ist so betrunken. Ich bin so fertig. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, Wen, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Oh, nicht so reit. Dass ihr euch nichts tut. Gut. Oh Gott, machen wir jetzt Party oder was? Ich muss schon aufstoßen vor... Was wäre ich dabei gewesen? Da sind wir. Was für eine Schönheit. Machen wir jetzt Party oder was? Oh nein, Leute. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Oh, Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Das macht richtig Spaß. Blöder Esel. Oh, nicht wahr. Oh mein Gott, nein. Jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Oh mein Gott. Gut, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Oh ja, alles klar. Clara hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Ja, das hat sich wohl schon entschieden, ne? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, was ein Abend. Oh. Ich bin. Jetzt noch. Vater, Mann. Oh. Okay, lass mal nach Hause gehen. Was machst du da? Wir machen die Schafe nach. Lass uns in Ruhe. Oh, Scheiße. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Oh nein. Oh Gott. Ich habe schon viel erlebt, aber das war eine der besten Quests, die ich jemals gesehen habe. Also, das war herrlich. Ach du Scheiße, das wird so ein Nachspiel haben. Das wird so ein verficktes Nachspiel haben. Du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Heilige Scheiße! Was zum Henker bist du denn?
Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, scheiße, muss er jetzt predigen. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war's? Oh Gott. Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan ist. Okay, das mache ich doch gerne. Oh, scheiße. Okay, also ist das Bike-Geheimnis nicht mehr so heilig. Da gut, aber ich kann für nichts garantieren. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Ach du Scheiße. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Okay, warte, Ich muss erstmal aus dem Topf essen. Okay, alles klar. Ich hab aus dem... Komm schon, was soll die Trödelei? Ja. Wir haben keine Zeit. Ja, langsam. Langsam und gemütlich. Oh je. Okay. Das Wichtige ist jetzt, wir müssen jetzt vorsichtig machen, weil wir dürfen das diesen Part nicht mehr tun. Ich weiß, auch wenn ihr Bock habt, aber diesen Part schaffen wir das nicht mehr. Oh, ich muss aber hart aufstoßen. Ich bin bei dir. Komm weiter. Ich muss jetzt richtig rumtrödeln, weil wir dürfen das diesen Part nicht. Oh, es ist ja auch so. Es ist so hell hier draußen. Komm schon, Heinrich. Sag nicht. Er muss alle 3 Minuten rübsen. Kann ich speichern? Spiel speichern. Wir müssen speichern. Leute, ohne Spaß, wir müssen jetzt hier speichern, weil wenn wir das jetzt anfangen, das schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Der geht nur noch wenige Sekunden. Deswegen lasst uns hier einfach jetzt schon mal breaken. Es war mit Abstand eine der besten Quests meiner jeweiligen... Also wirklich, seitdem ich... Also wirklich, das kann schon mit so einem Witcher 3 Quest kann er schon mithalten. Das war einfach nur göttlich. Wirklich göttlich. Wir machen heute einfach mal ein bisschen früher Schluss. Ich werde von den Haaren jetzt ganz fies, werde ich den Haaren jetzt stumm schalten, sodass der einfach nicht mehr kriegen kann, weil der Hahn muss auch einfach mal sagen... Dass er Pause macht, wobei ich schaff's, glaube ich, nicht mehr, bevor er kräht. Doch, ich schaff's noch. Wir werden jetzt den Hahn stumm schalten. Na, 17 Sekunden. Tja, Hahn. Da guckst du blöd. Du wirst jetzt stumm geschaltet. So. Ihr hört den Hahn heute nicht krähen. Wir machen heute ein bisschen früher Schluss, weil wir einfach, wie gesagt, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe aber, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Das war wirklich herrlich. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Werden dann wahrscheinlich eine sehr geile, sehr betrunkene Predigt halten. Ich kann es kaum erwarten. Und dann schauen wir mal, ob wir entweder verbrannt, geköpft oder sonst irgendwas werden. Vielleicht haben die auch alle mit uns Liebe. Wir werden es erleben. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.